Im Rahmen der Förderung haben wir Swift entwickelt. Swift ist ein neuartiges Visualisierungstool, was speziell für Journalistinnen und Journalisten gemacht ist, aber auch für andere Leute, die digital kommunizieren wollen. Es hat einen sehr barrierearmen Einstieg, also man kann es sehr einfach erlernen, produziert trotzdem ästhetisch hochwertige Grafiken und produziert darüber hinaus noch barrierefreie Inhalte, die crossmedial genutzt werden können. Viele Tools brauchen noch so technische Expertise und deswegen haben wir uns gedacht, okay, da muss es einen einfacheren Weg geben, da muss es was besser Verständliches geben und haben uns deshalb daran gemacht, Swift zu entwickeln und haben dafür auch so eine kleine Deutschlandreise gemacht, haben ganz viele Redaktionen, Newsrooms besucht, nicht nur so national, sondern wirklich bis hin zu Lokalzeitungen haben wir uns alles angeschaut, was die Bedürfnisse und ja, Wünsche der einzelnen Redaktionen sind. Wir haben erste Nachrichtenhäuser, die das Ganze mit uns gerade testen und werden in den nächsten Wochen einen Public Beta starten und im Sommer dann sozusagen den offiziellen Release der Plattform starten und dann auch sozusagen die Prosumers einführen und offizielle Accounts etc. Also das Besondere an der Förderung, neben natürlich der finanziellen Förderung, die natürlich großartig ist für so ein Open Source Projekt für Journalistinnen und Journalisten, ist auf jeden Fall das Netzwerk. Also wir haben sehr gute Kontakte zu weiteren Nachrichtenhäusern gemacht, gerade auch so zum Fernsehen, wo wir bisher immer so ein bisschen Schwierigkeit hatten, Zugriff zu bekommen, konnten wir hier über das MEZ wirklich gute neue Kontakte knüpfen, gerade so über den Media Brunch, Kontakte, an die man so einfach nicht so einfach rankommt.